Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute werden wir uns mal wieder einen Fall anschauen, und zwar einen ZPO-Fall. Das ist der erste ZPO-1-Fall, wohlgemerkt, aus dem Erkenntnisverfahren. Und dieser Fall, den wir uns jetzt anschauen werden, wie ihr sehen könnt, ist schon relativ kurz. Wir werden uns erstmal wirklich nur die Basics anschauen, der Zulässigkeit der Klage. Wie wird die Zulässigkeit der Klage aufgebaut? Wie wird die geprüft? Und es gibt so ein, zwei Stolpersteine, auf die wir dann später zu sprechen kommen. Ich lese erstmal den Fall vor. Der Nichtzahler. Rechtsanwalt Knut K. aus Kiel und Veronika V. aus Flensburg haben sich darauf geeinigt, dass der K. von der V. ein Auto 5.010 Euro kaufen soll. Die V. übereignet und übergibt dem K. das Auto zum vereinbarten Termin. Es wird vereinbart, dass der K. der V. das Geld überweisen soll. Als der K. jedoch nach mehrfacher Aufforderung der V. noch immer nicht gezahlt hat, wird es der V. zu bunt. Sie möchte nun mit Hilfe des hinzugezogenen Anwalts Heribert A. ihren Anspruch auf Kaufpreiszahlung als Kaufvertrag vor dem Landgericht Kiel geltend machen. Ist die Klage der V. zulässig? Und wenn wir uns so einen Fall durchlesen, den Sachverhalt, dann sollten wir natürlich auch immer markieren. Und was sollten wir jetzt hier auf jeden Fall bei diesem Fall markieren? Also erst einmal sollten wir Rechtsanwalt markieren. Dann sollten wir K. markieren aus Kiel, Veronika V. aus Flensburg. Ja? Das heißt, in einem ZPO-Fall markiere ich auf jeden Fall schon mal die Ortschaften, welche im Sachverhalt angezeigt werden, weil dann kann ich schon mal grob festhalten, okay, das könnte bei der Zuständigkeit, genauer gesagt bei der örtlichen Zuständigkeit, eine Rolle spielen. Dann haben wir hier ein Auto, welches für 5.010 Euro verkauft wird. Das wird eben übereignet und übergeben. Das können wir auch unterstreichen. Dann haben wir hier Geld überweisen, sprich eine Geldüberweisung. Das könnte auch auf eventuell auf die örtliche Zuständigkeit dann eben schielen. Und dann können wir noch unterstreichen, einmal hier Anwalt Heribert A., sprich die V. lässt sich von einem Anwalt vertreten und möchte gerne diesen Kaufpreiszahlung hier haben von K. Und ja, reicht die Klageschrift vor dem Landgericht Kiel ein. Ganz, ganz wichtig. So, ist die Klage der V. zulässig? Wie immer brauchen wir einen Obersatz. Den brauchen wir immer. Das heißt, immer bitte daran denken, einen Obersatz zu formulieren. Hier relativ simpel. Die Klage der V. ist zulässig, soweit alle Prozessvoraussetzungen oder alle Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind. Ein kurzer Hinweis noch, und zwar haben wir ja die echten Prozessvoraussetzungen uns auch schon angeguckt in einem YouTube-Video. Es geht darum, dass die echten Prozessvoraussetzungen, sprich zum Beispiel die deutsche Gerichtsbarkeit, die erstinstanzliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts oder auch Dinge, welche die Klageschrift betreffen, zum Beispiel, dass die Klageschrift unterschrieben sein muss und so weiter und so fort, und dass der Klagegegner benannt werden muss, damit das Gericht natürlich die Klageschrift dem Gegner zustellen kann. Diese echten Prozessvoraussetzungen, die prüfen wir natürlich nicht jedes Mal durch, weil die zu 99% vorliegen werden. Wir prüfen die nur gedanklich für uns durch. Und falls wir Anhaltspunkte darauf haben, dass irgendeiner dieser Punkte der echten Prozessvoraussetzungen schwierig sein könnte, dann prüfen wir die auch nur. Ansonsten gehen wir ganz normal weiter und prüfen diese eben nicht weiter. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Prüfungspunkt, nämlich zur Eröffnung des Zivilrechtswegs. An dieser Stelle sei gesagt, dass die Eröffnung des Zivilrechtswegs oft von den Studenten vernachlässigt wird und so ein bisschen, oder oft auch gar nicht geprüft wird. Ich würde hier auf jeden Fall schon mal zumindest immer einen Satz schreiben. Jetzt haben wir das Ganze natürlich etwas weiter ausformuliert. Das Ganze ist zu vergleichen mit der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs aus dem öffentlichen Recht. Natürlich fassen wir uns hier im Zivilrecht sehr, sehr viel kürzer, weil das echt keine Probleme darstellen sollte. Der Zivilrechtsweg, die Eröffnung des Zivilrechtswegs, die ergibt sich aus dem Paragraphen 13 GVG. Demnach müsste es sich im vorliegenden Fall um eine zivilrechtliche Streitigkeit handeln, damit der Zivilrechtsweg eröffnet ist. Wann handelt es sich um eine zivilrechtliche Streitigkeit, wenn eben zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden sollen? Das ist hier der Fall. Die K möchte vom V gerne, die V möchte vom K gerne die Kaufpreiszahlung in Höhe von 5.010 Euro haben aus § 433 Absatz 2 BGB, und somit ist eine zivilrechtliche Streitigkeit gegeben und der Zivilrechtsweg ist bei dem § 13 GVG eröffnet. Kommen wir nun zu einem viel wichtigeren Thema, nämlich der Zuständigkeit. Das ist so der erste große Prüfungspunkt, der bei uns in der Klausur bitte immer anzusprechen ist und auch immer
schon ausführlich zu erläutern ist, außer es ist komplett unproblematisch. Sprich, wir müssen feststellen, ob das Landgericht Kiel, welches hier angerufen wurde von der Klägerin V, ob das hier sachlich und örtlich zuständig ist. Kommen wir erstmal zur sachlichen Zuständigkeit. Diese ergibt sich, wie wir bereits wissen, aus den Paragraphen 1 ZPO in Verbindung mit Paragraphen 71 und 23 Nummer 1 GVG. Und das Landgericht, welches hier angerufen wurde, ist grundsätzlich zuständig. Das ergibt sich eben aus den oben genannten, aus der oben genannten Paragraphenkette, wenn der Streitwert 5.000 Euro übersteigt. Sprich, bis 5.000 Euro ist das Amtsgericht zuständig, ab 5.000 Euro und 1 Cent ist das Landgericht zuständig. Und im folgenden Fall haben wir natürlich einen Streitwert von 5.010 Euro. Heißt für uns also, okay, das Landgericht ist erstinstanzlich zuständig für den Rechtsstreit, da auch keine sonstigen Gründe vorliegen, warum ein Amtsgericht zuständig sein soll, zum Beispiel in Familiensachen, das haben wir natürlich hier nicht. Somit ist das Landgericht hier zuständig nach § 71 Absatz 1 GVG. Kommen wir zur örtlichen Zuständigkeit. Und bei der örtlichen Zuständigkeit, da müssen wir ja eine Art kleines Schema verfolgen, welches ich hier rechts für euch aufbereitet habe. Und zwar schauen wir uns die verschiedenen Gerichtsstände ja an bei der örtlichen Zuständigkeit. Sprich, wir müssen ja feststellen, welches Gericht ist örtlich zuständig. Das heißt, an welchem Ort werde ich dieses Verfahren führen. Und wir haben hier ja vier Punkte, die wir beachten müssen. Zunächst einmal sollte ein ausschließlicher Gerichtsstand vorliegen, dann prüfen wir gar nicht jetzt weiter, sondern ausschließlicher Gerichtsstand heißt eben, dass dieser Ort, ja, an dem der ausschließliche Gerichtsstand begründet ist, dass das der einzige Ort ist, wo die Streitigkeit eben stattfinden darf. Dann haben wir den allgemeinen Gerichtsstand, den besonderen Gerichtsstand und eventuell eine sogenannte Gerichtsstandsvereinbarung. Die werden wir jetzt hier nicht durchprüfen, das nur ganz kurz am Rande erwähnen. Das werden wir uns nochmal zusammen in einem anderen Fall anschauen. So, fraglich ist hier eben, wie bereits gesagt, ob das LG Kiel, Landgericht Kiel, auch örtlich zuständig ist. Ein ausschließlicher Gerichtsstand ist nicht ersichtlich, aber natürlich haben wir hier einen allgemeinen Gerichtsstand. Der allgemeine Gerichtsstand ergibt sich für natürliche Personen aus den Paragraphen 12 und 13 ZPO. Demnach müssen wir schauen, wo der K, der Verklagte oder der Beklagte, seinen Wohnsitz hat. Das ist laut Sachverhalt in Kiel und somit wäre das Landgericht Kiel hier nach Paragraphen 12, 13 nach dem allgemeinen Gerichtsstand örtlich zuständig. Aber es könnte noch ein weiterer Gerichtsstand vorliegen, nämlich der des Paragraphen 29 ZPO. Dieser besagt, dass Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis das Gericht des Ortes zuständig sind, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. Sprich, wir müssen schauen, okay, bevor wir vom K Kaufpreiszahlung haben, wo muss der K grundsätzlich seinen Kaufpreis erbringen? Die beiden Parteien haben ja vereinbart, dass der K der V das Geld überweisen soll und es ist regelmäßig anzunehmen, dass Überweisungen eben an dem Ort getätigt werden, an dem der Schuldner seinen Wohnsitz hat. Der K hat seinen Wohnsitz hier in Kiel, folglich wäre eben ja das Landgericht Kiel hier für die Streitigkeit zuständig nach § 29 ZPO. Da beide Gerichtsstände, sowohl das, der Gerichtsstand, der allgemeine Gerichtsstand des Wohnsitzes aus § 12 und 13 ZPO, als auch der Gerichtsstand des Erfüllungsortes aus § 29 ZPO dazu führen, dass wir das Landgericht Kiel anrufen müssen, ist es so, dass wir natürlich hier auch kein Wahlrecht mehr haben, sondern wir müssen das Landgericht Kiel aufrufen oder anrufen. Folglich ist das Landgericht Kiel hier auch örtlich zuständig. Ja? Heißt also, Landgericht Kiel ist örtlich als auch sachlich zuständig. Das heißt, wir können zum nächsten Punkt fortfahren. Das ist die sogenannte Parteifähigkeit. Natürlich haben wir jetzt hier im folgenden Fall keine Probleme bezüglich der Parteifähigkeit. Parteifähig ist nach § 50 ZPO, nämlich wer rechtsfähig ist, und nach § 1 BGB sind natürliche Personen von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tod rechtsfähig. Ja, und somit sind K und V natürlich auch parteifähig, wenn sie rechtsfähig sind. Die Prozessfähigkeit ist genauso wenig ein Problem. Die ergibt sich aus § 51 ZPO und prozessfähig ist, wer voll geschäftsfähig ist nach dem § 104 verfolgenden BGB. Das kennen wir ja bereits. ja, K und V sind hier weder nicht geschäftsfähig oder auch nicht minderjährig, damit sie beschränkt geschäftsfähig wären, sondern die sind beide voll geschäftsfähig, folglich sind sie auch prozessfähig. Und dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, das ist die sogenannte Postulationsfähigkeit. Die Postulationsfähigkeit, die wird oft zusammen mit der Prozessfähigkeit geprüft. Ich habe sie jetzt mal gesondert aufgeschrieben, weil sie meistens etwas problematischer ist als die Prozessfähigkeit. Wir müssen hier natürlich prüfen, ob die
beiden Parteien, ja, in diesem Falle, ob es ausreicht, wenn die sich alleine vertreten oder ob sie sich vertreten lassen müssen, von einem Rechtsanwalt zum Beispiel. Postulationsfähig ist aber grundsätzlich erst einmal jede Person, die auch prozessfähig ist. Wie bereits gesagt, vor dem Landgericht ist es aber so, dass die Parteien nur dann postulationsfähig sind, wenn sie sich von einem Rechtsanwalt vertreten lassen. Ja, nach § 78 Absatz 1 Satz 1 ZPO hat einfach den Hintergrund, vor dem Amtsgericht brauchen wir keinen Anwalt, da können wir uns auch alleine vertreten. Aber es ist so, beim Landgericht, da kommen eben Streitigkeiten, welche ja schon einen höheren Streitwert haben und hier muss man eben einfach mit einem Anwalt klagen und auch sich vertreten lassen. Ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren. Und ja, die Frau hat hier laut Sachverhalt einen Rechtsanwalt beauftragt, aber der K, Moment mal, der hat ja gar keinen Rechtsanwalt beauftragt, aber zu beachten ist, okay, der K ist ja selber Rechtsanwalt. Und es stellt sich die Frage, kann sich ein Rechtsanwalt vor dem Landgericht oder vor dem Oberlandesgericht selber vertreten? Ja, kann er. Das ergibt sich aus § 78 Absatz 4 ZPO. Aufgepasst, der Rechtsanwalt kann sich selber vertreten vor dem Landgericht, vor dem Amtsgericht natürlich auch, da muss er es aber nicht, vor dem Oberlandesgericht. Aber, aufgepasst, nicht vor dem BGH, nicht vor dem Bundesgerichtshof, das ist nicht erlaubt. Ja. Und somit können wir feststellen, dass K und V auch postulationsfähig sind. Und dann haben wir noch zwei weitere Punkte. Das ist die ordnungsgemäße Klageerhebung. Da können wir gar nichts mehr zu sagen. Im Sachverhalt ist nichts über die Klageschrift angegeben. Sprich, wir können hier festhalten, dass die Klage ordnungsgemäß erhoben wurde nach § 253 ZPO. Und weitere Sachurteilsvoraussetzungen, die es natürlich noch gibt, aber die hier keine Rolle mehr spielen würden, die hier völlig unproblematisch sind, die müssen wir hier nicht weiter erwähnen. Folglich kommen wir zum Schluss, dass die Klage der V, müsste hier stehen, dass die Klage der V hier zulässig ist. Das war so der erste kleine Fall zum Reinkommen im ZPO. Wir werden selbstredend noch weitere Fälle besprechen und uns auch die ZPO-Reihe nochmal weiter genau zusammen anschauen, um das ganze Wissen nochmal zu vertiefen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Macht's gut, euer Paragraph 31. Falls ihr natürlich auch noch irgendwelche Fragen habt, bitte unten in die Kommentare rein, dann bemühe ich mich darum, die ganzen Fragen zu beantworten. Macht's gut, ciao.